Und damit guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Willkommen zu einem, nenn es mal, ganz sachte, einem kleinen Recap. Denn in der letzten Folge hat sich, sagen wir mal, ein bisschen was getan. Denn die letzte Folge ist wieder ein bisschen her. War nicht so lange, wie man denken würde mit dem, was ich gemacht habe, aber ich habe sehr reingehasselt. Und ja, habe mich dann noch ein bisschen hier im Haus ausgeruht. Quasi. Also, fangen wir doch erstmal damit an, dass ich unser schönes Haus ein wenig ausgebaut habe. Denn unser Bett steht jetzt aktuell im dritten Stock. Hier sind wir im zweiten Stock mit schönem Balkon. Und unserer legendären Reckenwaffensammlung. Dann sind wir hier im ersten Stock mit weiteren Reckenwaffen und Spezialwaffen und Schilden. Und dann sind wir ganz unten im Erdgeschoss mit den restlichen Spezialwaffen. Alles schön aufs Maximalste ausdrapiert. Und ja. Vorführeffekt, schön. So, und so sieht unser Haus jetzt aus. Richtig cool. Also, naja, vergleichsweise, aber zumindest, sieht okay aus und ist jetzt zweckmäßig. Nicht zweckmäßig, sondern sehr effektiv. Genau. Aber Leute, es hat sich nebenbei natürlich auch noch was anderes getan und das möchte ich mit euch gerne einmal zusammenfassen, denn in dieser Folge werden wir viel tun haben. So, ziehen wir erstmal ordentlich an. Schön ausrüsten. So. Gehen euch an. Aber das ist gar nicht das, was ich machen möchte. Ich möchte mit euch. Ich habe. Abseits von den Crocs. Sagen wir mal so ziemlich alles vervollständigt, was zu vervollständigen ist. Und das meine ich ohne Spaß. Ich habe alles gemacht. Ich habe mich nun endlich committed nachzugucken und habe das auch ein bisschen übertrieben, aber nicht glitchmäßig. Also ich habe nichts geglitcht oder so, sondern einfach nur, ich habe den Kram nachgeguckt, der noch fehlte und habe das soweit vervollständigt. Und man sieht das ein bisschen an der Map, die sich seit der letzten Folge ein wenig geändert hat, denn es haben sich so ziemlich fast alle Markierungen geändert. Hier auch. Und ich möchte es euch kurz ein wenig erklären. Also, ich habe ein paar Änderungen vorgenommen. So, die allererste ist, dass ich auf dieser gesamten Map alle möglichen Monster besiegt habe. Bis auf eine Ausnahme. Aber die erkläre ich euch gleich. Und dafür musste ich halt ganz viele Markierungen löschen, damit ich auch ordentlich Markierungen habe. Und für die Übersicht und so weiter. Im Großen und Ganzen habe ich es aber so gemacht, dass ich nun jeden einzelnen Griok habe ich durch eine Schatztruhe ersetzt. Denn Schatztruhen sind soweit als Markierung für mich auf dieser Map nicht mehr nötig. Das heißt, ich habe alles, was so an Schatztruhen war, das war nicht vieles, habe ich alles entfernt und habe dann die Grioks durch Schatztruhe, weil Drache und Truhe, versteht ihr? Ist relativ offensichtlich. So, dann habe ich alle Ivaroks besiegt, alle und so weiter und so fort und habe nur die wichtigsten stehen lassen. Das bedeutet, alle Magroks, alle Glassiroks und alle seltenen Ivaroks, mehr nicht, habe ich stehen lassen. Alles andere ist weg. So, dann, die sind offensichtlich. So, dann habe ich alles außer schwarze Hinoxe auf der Map entfernt. Das heißt, die einzelnen Hinoxe, die habe ich mit einem Kessel, also mit dem Topf markiert, weil die Hinoxe sind groß und gewaltig und fressen wahrscheinlich viel. Deswegen habe ich die mit einem Topf markiert. Auch sehr offensichtlich. So. Hab also alle schwarzen Hinoxe, die es noch auf dieser Map gibt, mit einem Topf markiert. So. Genau. Moldoras habe ich komplett vernichtet. Die hätte ich theoretisch auf der Map mittlerweile mit einem Totenkopf machen können, weil den Totenkopf habe ich tatsächlich nur im Untergrund für die Gigamas, die ich auch alle gelassen habe. Könnte ich also eigentlich auch reduzieren, aber aktuell bin ich, was Markierung angeht, ganz gut dabei. 74. Ich glaube, da kann ich noch ein bisschen was machen. Ja, wobei. Ich habe ja jetzt ein bisschen um den heißen Brei rumgeredet, denn es ist ja noch ein bisschen was offen. So, ja, Leuen sind weiterhin. Genau, Leuen habe ich auch entfernt. Ich habe alles, was nicht schwarz oder silber ist, habe ich auch entfernt. Weiß oder silber ist, habe ich auch entfernt.
Und jetzt ist natürlich noch der große Elefant im Raum. Was sollen die Herzen und die Rauten? Und das war so, sagen wir mal, mit die aufwendigste Suche. Also die anderen Monstersuchen waren auch alle mega aufwendig. Also ich habe natürlich auf der Live-Map, die ich zum Nachgucken benutzt habe, und auf der unserer Map gegengecheckt und habe bei allen dann immer geschaut, war ich da schon? Ich habe halt viel mit dem hier gearbeitet und habe dann geschaut, war ich da schon? Wenn ich da noch nicht war, safe, hin, besiegen. Aber es gab ja vor allen Dingen im Untergrund Gebiete, wo ich einfach drüber geflogen bin. Und das waren ein paar. Aber da war ich so smart und habe dann geschaut, Moment mal, ich bin da zwar drüber geflogen, aber man kann das relativ gut bei manchen Begegnungen sehen. Wenn hier zum Beispiel nur eine straighte Linie war, dann bin ich da ja nur lang geflogen. Wenn der aber trotzdem ein Monster ist, dann habe ich es offensichtlich nicht besiegt. Und habe dann immer bei Monster-Punkten auf so ein bisschen Gekröse geguckt. Ihr seht dieses bisschen Bewegung und so, das reicht ja schon als Indikator, dass ich weiß, da war ich schon und habe das Monster besiegt. Hab dann also immer gegengecheckt mit der Monsterzahl im Speerposten, ob ich das Ding schon besiegt habe. Und bin dann so nach, also beziehungsweise wie viele mir noch fehlen, und hab dann erstmal die offensichtlichen abgesucht, ne? Alles, was noch so übrig bleibt. Und wenn die Zahl dann schon auf 0 war, gut. Ansonsten hätte ich mir dann den dauren Apfel beißen müssen und auch die ganzen Sachen, die, wo ein bisschen noch Gekröse war, halt aufsuchen müssen. So. Bei den Gigamas war es relativ offensichtlich immer, weil die auch Kreise haben, genau wie bei den Konstrukten, Elite-Konstrukten. Die waren auch relativ offensichtlich, auch wenn die nicht so einfach zu finden waren. Die habe ich übrigens alle gelöscht, weil ich die meiner Meinung nach gar nicht mehr brauche. Genau. Das war das. Und ja, das hat jetzt ganz gut funktioniert. So, jetzt ist aber das Problem, was kann man nicht so einfach nachvollziehen? Beziehungsweise, was war eine Sammelquest auf der gesamten Map, wo man eventuell noch was fehlt? Und es war Birk da. Ich habe erstaunlich viele Birk da nicht gefunden. Denn ihr müsst euch diese Gesamtheit aus Herzen und Rauten vorstellen. Alles auf dieser Map ist jeweils ein Spot von einem Birk da. Ich habe jeden Birk da auf dieser Map markiert. So. Ich habe das gleiche wieder gemacht wie mit den Monstern. Ich habe geschaut, war hier schon Gekröse? Falls ja, erstmal ignoriert. War da noch kein Gekröse? Dann habe ich es mit einem Dingens markiert. Mit einer farblichen Markierung bin hingeflogen. So, war ich schon da, habe ich das mit einem Herzen markiert, damit ich die Übersicht behalte. Wo ich aktiv geprüft habe, wo ich sicher bin, da ist ein Birk da, den ich fertig gemacht habe. Und also die meisten Herzen sind tatsächlich Birk da, die ich gemacht habe. Ein paar waren Ausnahmen, da war ich mir nicht sicher und die waren auf dem Weg. Aber in der Regel waren tatsächlich alle Herzen neue Birkdas. Also Eldin ist eine große Ausnahme, weil die lagen alle auf dem Weg, da konnte ich eben rüber gucken. Aber viele davon hatte ich tatsächlich auch noch nicht gefunden. Und hier ist die letzte Markierung. Zu diesem Zeitpunkt hat Birk da dann für mich auch gesagt, huch, Moment. Und ich war so smart und habe eine neue geladen, damit wir das dann gleich versuchen in der Folge noch zu machen. Aber prinzipiell wollte ich es einfach noch für stehen lassen, aber die kommen alle weg. Ja, also alle Rauten und Herzen kommen wieder weg. Genau. Und auf der Suche nach den Monstern bei einem leuchtenden Ivarok habe ich tatsächlich auch, wo war das? Hier. Eine neue Höhle gefunden. Die offensichtlicherweise aus der Reichweite von Koltin, der hier ist, die habe ich übrigens auch gelöscht, genau wie die Kirschbäume. Aus der Reichweite von Koltin ist. Aber wahrscheinlich noch mit tatsächlich mit diesem Kirschbaum hier. Wisst ihr, das ist so der Kirschbaum. Eigentlich ist es der Kirschbaum wahrscheinlich. Aber der ist halt so ein bisschen in der
im untersten Canyon, wo war der nochmal genau? Hier, im untersten Canyon, dass der Strahl tatsächlich echt unscheinbar gewesen wäre. Gut, es fehlen immer noch zwei Höhlen, die habe ich auch noch nicht nachgeschaut, weil ich immer noch der Meinung bin, da könnte eventuell noch was kommen. Aber ja. Nochmal für euch zur Info, ich habe tatsächlich fast alle Höhlen. So, ich habe alle Brunnen, das hatten wir ja schon zusammen gehabt. Aber zu dem Zeitpunkt, genau, zu dem Zeitpunkt, als ich da so rumgelaufen bin, war dann auch noch eine andere Sache da. Ich muss ein bisschen, nicht, dass ich durcheinander komme, muss ich jetzt mal schauen, dass ich so Sachen abhake. Aber ja, bei der Suche nach den Birkdas ist mir ein Lagerfeuer tatsächlich aufgefallen. Hier in Hebra. Und zwar hier. Hier auf diesem Berg habe ich tatsächlich noch eine Quest vergessen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, okay, wenn ich da eine vergessen habe, schau doch mal nach, ob du alle Quests hast. Und tatsächlich haben wir haben alle Episoden, wir haben logischerweise alle Schreinquests, aber uns fehlen noch zwei Nebenaufgaben. Da war ich tatsächlich, ich war tatsächlich ganz zufrieden, dass es nur zwei waren. Hab dann nachgeschaut, neben der hier, die ich dann noch gefunden hatte, fehlte tatsächlich nur noch eine einzige und die ist hier. Wir waren interessanterweise vorher nicht im Eiskeller. Obwohl wir auch schon hier im Heiligtum waren, waren wir nicht im Eiskeller. Obwohl das eigentlich ein relativ offensichtlicher Spot ist, weil das eigentlich so ein Ding ist, was ja in Breath of the Wild auch questbedingt betreten werden musste. Aber ich habe da irgendwie nicht dran gedacht. Genau, deswegen werden wir uns auch diese beiden auch nochmal anschauen. Ja, dann bin ich nochmal da Sachen durchgegangen und habe alles an Rüstungsupgrades gemacht. Für diese werden wir dann am Ende dieser Folge wieder hoffentlich die finale Rüstungsupgrade-Session machen. Ich hoffe, ich habe alle Teile. Und dann bin ich bei den Items durchgegangen, ob ich alles habe. Und auch hier, natürlich abseits von den Medaillen, fehlt tatsächlich auch keine Pferderüstung. Und bei den Stoffen sind wir auch sehr gut dabei. Also wir kriegen die restlichen auch noch zusammen. Was aber tatsächlich noch als einziges fehlt, sind Baupläne. Und zwar genau einer. Und ich habe den nicht nachgucken müssen, denn ich habe die Zahlen nachgeschaut, ob ich da gut dabei bin. Und es sind tatsächlich 34. Und der ist es nicht, sondern hier. Diesen Jägerposten, den hatte ich schon seit Ewigkeiten markiert. Den hatten wir beim letzten Mal vergessen. Beziehungsweise den hatte ich übersehen, dass der da noch ist. Sonst hätten wir den natürlich auch noch mitgemacht. Aber tatsächlich haben wir uns, was das Jägerzeug angeht, auch schon sehr gut gemacht. Das heißt, die einzigen Sachen, die ich tatsächlich wirklich nachgucken musste, sind Monster-Locations, Birkta-Locations. Und später natürlich Krog-Locations. Die habe ich natürlich auch noch nicht gemacht. So. Jetzt aber viel gequatscht. Jetzt möchte ich mit euch natürlich noch was machen. Und zwar möchte ich mit euch actionmäßig nun einmal in den letzten Abgrund hinabsteigen, den wir noch nicht gemacht haben. Denn in diesem ist tatsächlich auch das letzte Monster, das ich noch besiegen muss. Denn da habe ich auch geschaut, Moment mal, mir fehlt doch noch ein Gigama. Wo ist denn der? Ah, da ist der. Und dann konnte ich das schön kombinieren. Alle anderen Monster habe ich alle schon schön fein säuberlich besiegt. Das heißt, wir können uns gleich, nachdem wir die Gigama gemacht haben, einmal geschlossen alle Medaillen holen. Auf stumm stellen. Alle Rüstungen, alle Medaillen, Birkta. Wir sind in dieser Folge tatsächlich sehr nah am Finale. Kennt ihr das? Wenn eine Serie zu Ende geht, ne? Dann ist ja irgendwann ein meist mehrteiliges Finale. Und das ist so meine persönliche Vorliebe ist, wenn nach dem großen Finale tatsächlich noch eine Episode kommt. Das werden wir dann wahrscheinlich auch so machen, aber worauf ich eher hinaus will, ist, dass
die Folge, diese eine, sagen wir mal, traurige, nicht traurig, also ein bisschen blöd gelegene Folge, aber es ist ja mal diese eine Folge, an die man sich auch ein bisschen deswegen dran erinnert, die letzte Folge vorm Finale. Wo nochmal, keine Ahnung, nochmal wieder ein bisschen Normalität so in eine Serie reinfällt oder ja, wie erkläre ich das? Wie finde ich das? Man erinnert sich halt speziellerweise immer an so an diese vorletzte Folge, zumindest meine Wenigkeit, also ich tue das. Und ja, es ist schon. Guck mal, so ein Kristallener, das ist cool. Ist schon auf gewisse Weise was Besonderes. Und das wird diese Folge auch sein. Ich will damit nicht sagen, dass die nächste Folge dann schon direkt Finale ist. Ich bin mir noch nicht sicher, wie weit wir da jetzt kommen werden. Da wir noch einiges zu tun haben. Aber es ist bald soweit. So. Rüsten wir uns mal ordentlich aus. Muss ich mir mal vorstellen, dieser Riesengiga mal läuft auf uns zu, aber wir sind so defensiv, dass wir einfach noch ein Viertelherz Schaden nehmen. Natürlich. Warum bin ich jetzt nochmal zurück auf den Rücken gegangen? Damit ich in die Bullet Time komme. So, meine Freunde, und damit haben wir den letzten Gigama besiegt. So. Ein bisschen großes Tsunami noch dabei. Also, wir brauchen es nicht, aber da wieder so ein kleiner Schlag ins Gesicht. Passt. Schön. Das hier ist übrigens so eine Statue, wo mehr als eine saubere Waffe ist. Mal so nebenbei erzählt. Mehr speziell ist es hier unten eh nicht. Ja, was übrigens das, was ich halt nebenbei so erzählen kann bei der Monstersuche war, dass ich sehr, sehr lange mit diesem Flugding da geflogen bin, was ich ja zusammengebaut habe, mit den zwei Ventilatoren und dem Lenkmodul. Aber relativ spät bei meiner Suche durch die informativen Seiten des Internets, was Tears of the Kingdom angeht, habe ich tatsächlich noch ein besseres Fluggefährt gefunden. Es ist tatsächlich genau so, sind genau die gleichen Teile, aber anders aufgebaut. Das machen wir dann gleich. Ihr wisst wahrscheinlich, viele von euch wissen wahrscheinlich eh schon, was ich gefunden habe, was ich entdeckt habe. Aber ich zeige es euch gleich sofort. Einen schönen guten Tag und vielen Dank für die harte Arbeit. So, dann würde ich mal über große Monster reden und einmal Evox präsentieren. Null. Rollender Geröllhagel, du hast sie alle erledigt. Erlegt. Da verschlägt's mir glatt die Sprache. Genau. Das wäre übrigens jetzt witzig, wenn ich nicht alle erledigt hätte, aber ja. Die meisten Monster-Sachen gingen auch immer ganz glatt. Aber so gegen Ende war es immer so, ging mir immer die Muffe, wenn nur noch ein oder zwei übrig sind. Und ich habe dann gesucht und mir gedacht, oh nein. Da ist ja noch einer über. Was mache ich denn jetzt nur? Und dann musste ich ja nochmal akribisch die ganze Karte durchsuchen, ob ich noch irgendwo was übersehen habe. Und ja, das war zwischendurch ein bisschen, ja. Und tatsächlich, oh, bei den Hinoxen war das fies. Bei den Hinoxen war das fies, denn es fehlten am Ende tatsächlich zwei Stahlhinoxe, die wir entdeckt haben, die ich sogar markiert hatte auf der Map.
Aber da war gerade Tag. Und dementsprechend haben wir die nicht besiegt, sondern da habe ich einfach nur damals buggiert, weil ich das Skelett gefunden hatte. Und das habe ich nur daran, anhand der Tatsache, dass da kein Gekröse war, erkannt. Das bei dem Hinox war kein Gekröse, da war einfach nur eine gerade Linie, dass ich da lang gelaufen bin. Und dadurch habe ich dann geschaut, Moment mal, da müsste ich vielleicht nochmal nachschauen. Und die waren tatsächlich die Hinoxe, Stahlhinoxe, die ich noch nicht besiegt habe. Das waren die letzten beiden. Was sagt der? Riechende Kröteriche. Hast sie alle erledigt. Ja, scheiße, habe ich beim Hinox jetzt gar nicht geguckt, was er gesagt hat. Menno. So. Ist der Beweis, dass du sämtliche Gigamas hier in den übergroßen Schlund stopfen konntest? Nein, ich will die Himmelsriesen auch noch. Die Himmelsriesen war übrigens der Witz, dass ich alle Himmelsriesen im Himmel tatsächlich auch schon besiegt hatte, weil der Himmel ist vollständig erkundet gewesen. Was tatsächlich fehlt, waren alle Himmelsriesen im Untergrund. Heilige Himmelshüter. Das ist auch lustig, das Abzeichen. Den Klotzkopf zurechtrücken konntest. Ja, bin. Jeder weiß. So. Hä? Täusche ich mich? Ist es denn die Möglichkeit? Alle Monster, bekannt und unbekannt, wurden niedergestreckt? Link, ich war ja schon öfter sprachlos, aber nun fehlt mir dazu noch die Spucke. Ich habe noch nicht mal eine Belohnung für diese absolute Heroentat parat. Niemand hätte je damit gerechnet. Doch ich, Glarenz, werde jedem noch lange erzählen, was du vollbracht hast. Du bist eine wahre Legende, Link. Na gut, die Legende kommt aber eher von Zelda, ne? So, ich habe auch kurz mal mit Bühler gesprochen und da kam ein bisschen was Interessantes rum. Habe ich auch gar nicht drüber also. Reden, sehen wir es mal selber. Sabak. Stimmt doch, oder? Ach, immer wenn ich hier bin, verliere ich jedes Zeitgefühl. Und dabei dachte ich, die Untergrundstadt hätte mich an ein Leben ohne Sonne gewöhnt. Ob der Dämonenkönig nun zurückkehrt oder nicht, wir beschützen unser Land, so wie wir es immer getan haben. Ich habe gerade schon über verbesserte Waffen zu bekämpfen der Monster nachgedacht. Hier würde ich meine Methode zum Stärken von Waffen jederzeit beibringen. Was sagst du? Stärken von Waffen stärken? Was glaubst du passiert, wenn man Rhodonit an seinem Schild befestigt und dann den Angriff eines Monsters blockt? Der Rhodonit reagiert, bläst den Angreifer weg. Und bläst den Angreifer weg. Und weil man gleichzeitig mit dem Schild blockt, kommt man selbst ungeschoren davon. Muss schon sagen, da habe ich eine ziemlich geniale Erfindung gemacht. Ja. Okay. Dann hätten wir das. Ich muss übrigens sagen, ich habe mittlerweile herausgefunden, was unser Schattensegel war. Unser Schattensegel habe ich tatsächlich nicht von... oder? Bin ich mir gerade nicht sicher, aber habe ich nicht von diesem Link-Amiibo, von diesem hier, sondern von... Jetzt muss ich schauen, wo ich den habe. Oder habe ich den schon weggelegt? Den habe ich von meinem Wolfslink-Amiibo, glaube ich. Denn du kriegst in Tears of the Kingdom, das habe ich mittlerweile auch erkundigen können, für jeden Amiibo ein entsprechendes Parasegel. Und da es ganz schön viele Zelda-Amiibos gibt, also nicht Zelda-Amiibos, sondern The Legend of Zelda-Amiibos, gibt es auch eine ganz schöne verschiedene Menge an Parasegeln. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Schattensegel, dadurch, dass es auch im Dunkeln leuchtet und so cool auch regenbogenbunt schimmert, eigentlich mit eins der coolsten ist. Aber sagen wir mal so, ich habe noch Zugang zu ein paar Amiibos und wir können uns noch ein paar Parasegel holen. Dafür muss ich aber ein bisschen was organisieren. So. Genau, dann wären wir hier damit soweit fertig. Wir haben noch ein bisschen Zeit haben noch. Dann würde ich sagen, unser nächster Anlaufpunkt mal schnell der letzte birgt da. Ich hätte gedacht, ich brauche ein paar mehr Folgen, um das alles zu machen, aber
Tipps mit Zusammenfassung und so weiter. Ich glaube, da hätte sie auch ein bisschen durch. Aber ich will natürlich auch meine Erzählung nicht länger strecken, als sie sind. Aber ich kann mir auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt bildlich genug erzählt habe für jemanden, der nicht da war. Ist halt so schwierig. Ich bin halt mehrfach über die gesamte Map geflogen, hab mir dann halt immer diese Monster hier markiert. Dadurch, dass die Markierungen mittlerweile natürlich auch alle weg sind, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber da fehlten dann noch so einige Hinoxe. Stahlhinoxe an versteckten Stellen. Aber es war jetzt nichts so, was mega krass wäre, sondern einfach nur, da waren wir noch nicht, da ist noch ein Monster gewesen und gut. Gerade bei Gigamas war es super öde, weil es halt. Oder bei Hinoxen auch. Oder bei Talos. Bei Ivarox war es alles immer relativ das Gleiche. Ich mache mit dem Großschwert, mache ich den hier. Und das Pokémon. Ach, das Pokémon, ja. Der Gegner ist besiegt. Also, das Interessanteste war eigentlich tatsächlich noch beim. Dingens, beim. Beim Gigama, dass man auch ein bisschen hier ins Maul ziehen musste. Jetzt hopp. Okay. Voilà. Im Schilder festsetzen bin ich mittlerweile übrigens ein Meister. Bei wie viel waren es? 89 oder 81 birgt das? Ja, es ja. Ging das irgendwann einfach zack, zack, fertig. Ein Schild mit einem Rüstungsteil. Naja. Okay, machen wir es nochmal. Ah, du bist. Danke für deine Hilfe kürzlich. Ich habe alle Hände voll damit zu tun, Direktor Dumpster. Ich meine natürlich, ein Schild hier anzubringen. Davon hält mich weder Wind noch Regen ab. Ich schütze meinen Direktor so gut es eben geht. Oje, aber wer. Stellt jetzt all die anderen Schilder auf. Was soll ich nur tun? Ja, lass doch mal los. Ach, wa was? Du willst es auch mal stützen? Na gut. Achtung, ich lass jetzt los. Kerzengerade. Großartig, es steht von alleine. Ganz ohne ihn zu stützen. Das ist ja genial. Wieso ist mir das nur nicht schon viel früher eingefallen? Na klar. Wieso nutzen wir nicht gleich die Gelegenheit, um das Schild zu besichern? Mach das so und zurre hier was fest. Alles fertig! Dank deiner Hilfe konnte ich das Schild fest im Boden verankern. Jetzt muss ich es nicht mehr die ganze Zeit stützen. Ein kleines Wunder. Hier als Dankeschön. Außerdem musst du nach all der Arbeit doch hungrig sein. Darum kriegst du ein ganz besonderes Gericht von mir. Ach ja, eigentlich bin ich dir zu noch größerem Dank verpflichtet. Das hier stammt aus meiner ganz persönlichen Sammlung, aber du hast es dir verdient. Jetzt kann ich endlich auch anderorts wieder Schilder aufstellen. Wie jetzt? Ach ja, das war das letzte Schild! Ich habe es tatsächlich geschafft, alle Schilder aufzustellen. Danke sehr. Ohne dich wäre das bestimmt nicht machbar gewesen. Unglaublich, welch große Hilfe du beim Aufstellen von Direktor Dumpster warst. Beim Aufstellen der Schilder natürlich. Es ist wirklich schön, dass auch du Bewunderung für diesen großen Mann verspürst. Selbst wenn den Direktor selbstverständlich niemand mehr bewundert als ich. Jedenfalls habe ich ein sehr besonderes Präsent für dich, was dir mit absoluter Sicherheit gefallen wird. Birgt das handgefertigter Stoff. Robuster Stoff mit einem von Birkta kreierten Dumpster-Motiv. Abstrakter Dumpster, seht ihr das? Ein bisschen kleiner, aber man kann es erkennen.
Er scheint gut zu Anfertigung eines Parasegels geeignet zu sein. Also gut, dann wollen wir uns mal zurück nach Taburasa begeben, um Direktor Dumstars Bericht zu erstatten. So, tatsächlich fehlen uns jetzt nur noch 2 Parasegelstoffe. Und die kriegen wir, sagen wir mal, nach der Story. Ist da ein Rubin dran? Ne, ich wollte gerade sagen. Ich dachte kurz, da wäre was Blaues. So, meine Freunde, dann war es aber mit der regulären Folge für heute. Wir haben einiges geschafft. Das Recap, das lief relativ gut. Aber, und das möchte ich mit euch jetzt machen, für die Leute, die noch dranbleiben möchten, werde ich nun unsere letzte Rüstungs-Upgraderei machen. Das bedeutet, wir werden nun final unser gesamtes Rüstungsrepertoire vervollständigen. Ich hoffe, das kommt alles hin. Und für die Leute, denen das Upgraden dann doch nicht so spannend ist, wünsche ich noch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denn ich sag mal so, beim nächsten Mal wird's eventuell schon heiß hergehen. Also, haut rein und viel Spaß beim Rüstungsmachen jetzt noch. So. Wir haben jetzt noch natürlich noch eine Sache offen, die ich gerne tatsächlich in der nächsten Folge noch gemacht haben würde. Die aber wahrscheinlich ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, deswegen mal ein kleiner Teaser für euch. In der nächsten Folge wird noch nicht direkt das Finale angegangen. Zumindest, ich bin mir ja unsicher, ob es tatsächlich das Finale ist oder ob da vielleicht sogar tatsächlich noch mehr hinterkommt. Aber ja, wir haben immer noch eine weitere Hauptquest zu lösen. Ach nee, Quatsch! Wir haben in der nächsten Folge noch 2 Quests zu lösen. Never mind! Okay. Das hab ich ja ganz vergessen. So, dann fangen wir doch mal oben an. Und vervollständigen einmal die Untertage-Rüstung. Ich habe auch wieder genug Geld zusammengesammelt. Das habe ich nebenbei aber gar nicht mehr erwähnt. Warum auch immer. Ich habe ein bisschen Stuff, so Leuen-Stuff vor allen Dingen. Ich habe Säbelhörner, also mehr als ich hier ausgeben könnte. Dann habe ich auch ein paar verkauft. Warum ich die Massivhörner nicht auch verkauft, da weiß ich nicht. Hätte ich vorher mal machen können, aber falls uns jetzt noch Geld fehlt, kann ich die aber noch verkaufen. So. Frostflügel haben wir genug. Und ich hoffe, dass wir bei dem anderen Frostzeug auch alles parat haben und ich da an alles gedacht habe. Sieht sehr gut aus. Yes. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, habe ich ein paar zu viele Sono-Energiesphären gesammelt, oder? Ich habe, wenn ich jetzt gerade so benachdenke, bei der Untertagerüstung, habe ich auch viel zu viel großes Sonanium gesammelt. Wo habe ich mich da denn so arg verrechnet? Da muss ich ja irgendeine Rüstung mitgezählt haben, beziehungsweise doppelt gezählt haben, oder? Weil ich dachte, ich hätte die noch gar nicht gemacht. Genau wie bei den Sono-Energiesphären. Das war doch die letzte Rüstung, die Energiesphären braucht, oder? Du musst keine Angst, bei den neuen beiden Rüstungen, da habe ich schon nachgeschaut und mit... Ich hätte eigentlich im Internet nachschauen können, aber ich habe es mir, sagen wir mal, ich war faul und habe... quasi Save and Quit gemacht, also Save and Reload und habe einfach mal kurz upgraded, um zu gucken, was danach kommt.
Und was ich bei der Shika, also bei Shiks Kapuze, habe ich alles schon gehabt. Theoretisch, also es fehlten tatsächlich noch ein paar Sternschwerter, die ich dann nachholen musste, aber nicht viele. Ich habe tatsächlich auch noch wieder ein paar auf dem Weg gesammelt, weil ich ja auch öfter mal von oben dann in die Welt gesprungen bin. Und dann kam, habe ich ja... Ne, nevermind. Dann habe ich auch neue bekommen. Ja, kurz verunsichert, aber nee, 10 waren schon richtig. 10 Sternstücke für eine, für ein Dingens. Gar nicht geschaut. Das, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Set-Bonus mit der Sheik-Maske funktioniert bei der Sheik-Rüstung. Das wäre sonst sehr, sehr lame, wenn das dann nur so gut aussieht, aber kein Set-Bonus, kein Nachttempo mehr gibt. So, dann haben wir... Mal kurz die Himmelsmütze, weil die schon präsent da ist. Ach ja. Wollen wir zuerst den... Nee, komm, den Heldengeist machen wir zum Schluss. Den Heldengeist machen wir zum Schluss. So, ich hoffe, ich habe genug Leuchtsteine zusammen, aber ich meinte, ich war bei 150. Sind wir mal gespannt. Ein paar habe ich natürlich einen Leuchttalus bekommen, aber Ivarok, aber das meiste, ja. Das habe ich vorher schon zusammengesammelt. Ja. Bin mal gespannt, ob wir in der nächsten Folge die Quests und so weiter alles schön schaffen. Denn eine Sache, die halt noch offen ist, ist tatsächlich das Kochen. Und ich bin das mal ein bisschen grob überflogen. Und das meiste ist easy going. Und ich hoffe, ich habe für alles die Zutaten. Also, bei vielen. Bei vielen wäre ich fast drauf gekommen. Das wenigste ist jetzt so krass, dass man. Dass das ultra schwer gewesen wäre. Aber da waren halt auch ein paar Klopper bei. Aber alles machbar. Und ich glaube, bei einigen Sachen war ich sehr nah dran. Wildnisgewand, das war auch sonst mit Abstand schwierigste wegen den, wegen den Käfern. Ausdauerkäfer. Okay.
So. Und damit ist auch das Wildnisgewand fertig. So, Rodoniten habe ich genug. Kann ich sagen, ich bin gleich bei der beim Zeitgewand noch sehr gespannt, ob ich alle Bernsteine zusammen habe. Ich hoffe es sehr. Aber gerade bei der Ivarok-Jagd sind sehr viele zusammengekommen. Das war übrigens auch das Ding bei der Hinox-Jagd. Da habe ich mir keine Sorgen gemacht, da muss ich auch nicht extra farmen für. Da sind auch genug zusammengekommen für die erste Stufe dieser Geisterrüstung, ja, die wir letzte Folge bekommen haben. Rodoniten. So. Kommt alles noch sehr gut hin. Oh. Wir könnten in Goronia sogar noch mal Rodoniten verkaufen. Das Problem sind eigentlich immer nur die Diamanten. Wenn die Gerudo da die Edelsteine abkauft, die kauft sie ja immer nur ein 10er-Pack. Und es muss auch immer das sein, was sie haben, und das ändert sich auch nie. Was halt im Umkehrschluss bedeutet, wenn sie 10 Diamanten haben will, dann muss sie hier 10 Diamanten geben. Und zwar irgendwann. Und ansonsten kriege ich kein besseres Angebot. Aber wenn ich das habe, dann kriegt man da ordentlich Kohle. Man könnte vorher speichern. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber wenn das System schlau ist, dann generiert es schon 2 Edelsteine im Vorhinein. Versteht ihr? Also quasi, jetzt sind es gerade Diamanten, beziehungsweise, nehmen wir als Beispiel, sie will 10 Topasse. So. Ich will aber, dass sie beim nächsten Mal wieder 10 Topasse haben will. Das heißt, ich speichere, kaufe die 10 Topasse und gucke dann, was danach kommt. So, das ist der Gedanke. Aber was, wenn das System quasi sagt, 10 Topasse, dann 10 Saphire, dann 10 Rodoniten und dann was Neues. Sprich, in der Queue sind 3 Sachen und wenn ich Topasse kaufe, dann kommen die Saphire, die Rodoniten, das Neue wird generiert zu Diamanten und danach kommt was Neues. Das heißt, dass quasi im Internen immer schon 2 vorgeneriert sind, sodass du es nicht ricken kannst, indem du speicherst und reloadest. Weil Speichern,
dann drei Sachen kaufen und wieder reloaden. Das macht keine Sau. Aber es ist so die Frage, inwieweit man das überhaupt abusen bzw. verhindern will. Also wer Safe and Load machen will, der macht Safe and Load. Das sieht mir bernsteintechnisch sehr gut aus. Wie viele wir noch über haben, da habe ich mir wieder arg verschätzt. Oder ich habe einfach so viel mehr gesammelt, als ich nötig, als nötig war. Aber wenn man so mal nachdenkt, Bernsteine könnte ich jetzt verkaufen. So, und Opale. Opale sollten auch noch genug da sein. So, unsere letzte Rüstung, die wir danach fertig machen müssen. Und danach fehlt nur noch ein Teil. Und da bin ich sehr gespannt, ob das einen Set-Bonus gibt, wenn man es auf Stufe 2 hat. Die Windmütze. So, man braucht mal 4 pro Rüstung. Ich habe noch 10 Sternsplitter und ich muss noch 2 Rüstungen voll machen, sprich 8 Sternstücke brauche ich noch. Dementsprechend habe ich tatsächlich nur 2 noch über. Obwohl ich vorher über 60 hatte. Krass, oder? Seht ihr das, dass die Wildnisrüstung tatsächlich mehr Rüstung hat als die, nee, die, warte, die Wildnis oder die Ursprungs, Wildnis, genau, die Wildnisrüstung tatsächlich mehr Rüstung hat als die restlichen Rüstungen, weil es halt, die Wildnisrüstung ist ja die Breath of the Wild Rüstung. Deswegen heißt es ja Wildnisrüstung und ist auch speziell im Bauen und so. Hat die wohl einen anderen Set-Bonus? Das würde ich jetzt auch noch mal ausprobieren. Aber ich meine, ich kann mich auch gerade nicht daran erinnern, was für einen Set-Bonus die Rüstung in Breath of the Wild hatte. Die habe ich nie getragen. Da war es ironischerweise die Barbarenrüstung und nicht die Oni-Link-Rüstung, obwohl die eigentlich genauso cool ist. So. Oh nein, unter 10.000. Und damit, meine Freunde, haben wir alle regulären Rüstungen fertig. Oh, hi. Das sieht so doof aus.
Tatsächlich nicht. Schlimm. Schlimm Spiel. Das ist tatsächlich sehr tragisch. Oha! Ach so. Der Setbonus sagt das nur, aber ohne Setbonus hat er ja schon bei Kälteeisangriff. Ich war gerade kurz verwirrt. Moment mal, aber nee, passt schon. Okay. Wisst ihr was? Wir ziehen das mal an. So. Heldengeist aus uralter Zeit. Silberne Bockblinhornhörner, Hinoxherzen und Sunanium. Silberne Moblinhörner, Gigamar-Herzen und großes Sunanium. Silberne Exalfos-Hörner, Moldora-Herzen und großes Sunanium. Oh. Diese Rüstung hat keine Mimik. Das ist schade. Aber hey. Silberne Leuen-Säbelhörner. Silberne Leunen Massivhörner und Griok-Herzen. Und oh Wunder, ich habe auf irgendeinem Grund 10 Griok-Herzen. Ja, wer hätte das denn ahnen können? Zwinker. Das war übrigens wieder ein Krampf, die zu farmen. Durch 3, das wären 82 und 2, ne? Ja, nee, warte. Nee, doch. Nee, Quatsch. 60 und 24. Ist im Schnitt genauso viel, wie wenn man die Wildnisrüstung zusammenträgt. Also 28. Bye bye Kotura, das war's. Und kriegen wir einen Set-Bonus? Oh. Ah, ne, Moment, so. Die sind jetzt stärker. Na dann. Wie starten wir die nächste Folge? Wollen wir mit Kochen beginnen oder wollen wir mit den Questen beginnen? Bin mir unsicher. Aber das schaue ich dann zwischen den Folgen. Ich würde sagen, das war es dann erstmal mit der Folge für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie ich mich entscheide, seht ihr dann in der nächsten Folge. Und ja,
Wir haben alle Rüstung. Schön. Wir haben alle Rüstung. Nice. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, ihr euch auch. Also macht es gut und bis zur nächsten Folge. Auch das sage ich nicht mehr so oft jetzt. Also, warte rein. Tschüss.